So, einen Gemischwarenladen finden und wir haben... Dieselbe Stimme wie in Italien. Ja. Logbuch. Logbuch einsehen. Oh Gott, da muss ich mich ja noch... Oh Gott! Da muss ich ja noch... Was ist das für eine Steuerung? Da muss ich erstmal durchblicken hier. Okay. Sammelbares. Seiten ist einmal noch von 704 sammeln. Das wäre Band 1. Okay. Plan für eine neue Erfindung freischalten. Ja, schauen wir mal. Können wir bestimmt hin. Und es geht weiter mit dem Lesen. Schon wird hier die falsche Taste gedrückt. Fun Oil Hall. Man sieht nur nichts davon. Neue Hall. Lass dich von der französischen... Wie spricht man es aus? Fanyl? Fanyol. Ne. Keine Ahnung. Französischen Schreibweise nicht täuschen. Der Name dieses Gebäudes wird Englisch. Ach, Fanyol. Oder Fennel. Fennel Hall. Ausgesprochen. Wenn du das falsch machst, weiß jeder sofort, dass du nicht aus dieser Gegend kommst. Außerdem kann man so auch beweisen, dass man kein Franzose ist. Was meiner Erfahrung auch nie ein Fehler ist. Wenn du als Einheimischer durchgehen willst, Entschuldigung, solltest du dir die Wetterfahne gut ansehen. Die Wetterfahne. Sie ist ein Wahrzeichen Bostons. Der Legende nach wurden im Krieg von 1812 mutmaßliche Spione befragt, was sich an der Spitze von Fennel Hall befindet. Nur echte Einheimische wussten, es ist ein Grashüpfer. Das Gebäude wurde nach Peter Fennel benannt, jenem lokalen Kaufmann, der die Errichtung bezahlt hatte. Es war als Marktplatz für die örtliche Farmer gedacht, damit diese mit ihren Karren nicht mehr die Straße verstopften und natürlich, damit man auch nicht mehr so viele Farmen begegnen muss. Also eine Art Kontor. Sein Spitzname, die Wiege der Freiheit, verdankte es allerdings dem Versammlungsraum im zweiten Stock. Dieser Name ist ein wenig wichtigtuerisch, ich möchte fast sagen, amerikanisch. Aber er ist nicht ganz falsch. Hier treffen sich Leute, um gegen den Stamp Act zu protestieren. Auch die ersten Proteste gegen die Tiersteuer fanden hier statt. Anti-britische Versammlungen zogen oft so viele Besucher an, dass selbst dieses große Gebäude bald zu klein wurde. Von da an zog man in die Old South Meeting Hall um. Während der Belagerung von Boston wurde der Versammlungsraum in ein Theater umgewandelt, da Schauspiele jeglicher Art unter normalen Umständen in Boston verboten waren. Das wäre auch heute noch ein sehr nützliches Gesetz. Das wäre auch heute noch ein sehr nützliches Gesetz. Ist das ein schönes Beispiel dafür, wie die British Loyalisten es den Rebellen gezeigt haben? Irgendwie habe ich gerade den Satzbau nicht verstanden. Da soll ich hin. Die stabilsten und dichtesten Fässer in ganz Amerika gibt es bei John Cooper. In der 7. Generation. Cooper, die Fässer ihres Vertrauens. Schön, euch zu sehen, mein Herr. Moin. Standardpistole kaufen. Was braucht ihr, mein Herr? Ach, der Waffenladen ist der Gemischtwarenladen. Das ist ja typisch amerikanisch. Gut, normale Waffen. Ein normales Schwert. Es genügt erstmal. Ah, man sieht oben Combo, Geschwindigkeit, Schaden. Es macht also wenig Schaden und Geschwindigkeit ist... Ja, geht. Diese Klinge ist geeignet, um Meinungsverschiedenheiten schnell und endgültig beizulegen, wenn es zum Nahkampf kommt. Es ist im Einsatz lautlos und kann bei allen Wetterbedingungen eingesetzt werden, insbesondere bei Regen, wenn Schwarzpulver feucht und unbrauchbar wird. Die Papierstange ist
Papierstange. Kann nicht mehr lesen. Die Parierstange ist breit und schützt die Hand des Trägers. Kann manchmal aber auch eingesetzt werden, um den Gegner zu schlagen. 700. So, Steinschlosspistole. Diese Steinschlosspistole ist auf kurze Distanz treffsicherer als die Muskete, verfügt aber über eine geringere Durchschlagskraft. Sie ist besser für kleinere Gefechte geeignet als für das... Oh, sorry, dass der Chat jetzt gerade voll über den Text hängt. Aber glaub mir, da ist er besser. Sie ist besser für kleinere Gefechte geeignet als für das Schlachtfeld. Einfach zu handhaben und sehr vielseitig, da es sehr lange dauert, nach jedem Schuss nachzuladen, tragen viele Nutzer zwei oder mehr Pistolen gleichzeitig. Versuchen Sie einen Waffengurt mit zwei Holstern anzufertigen, um eine zweite Pistole tragen zu können. Zwei Pistolen? Danke für einen Follow auf Twitch. Okay, verlassen das Geschäft. Gentlemen, Fachleute, Dilettanten und neugierige Leute. B halten, um Waffenrad zu öffnen. Morgen am Glockenturm. Keine Ahnung, wie ich das gemacht habe, aber es wird irgendwie, kriegt das noch aus. Das ist ja eine ganz interessante Steuerung. Oh, auf dem Pferd. Wir reiten zur Green Dragon Tavern. Die Besitzer sind exzentrisch, doch die Zimmer sind geräumig und man stellt dort keine Fragen. Wurde euch gesagt, warum ich nach Boston gekommen bin? Nein, Master Birch sagte, ich bräuchte nicht mehr zu wissen, als ihr mir sagt. Er schickte eine Namensliste und bat mich dafür zu sorgen, dass ihr sie findet. Kann man das ein bisschen kleiner machen mit dem HOD? Das nervt. Das ist ein bisschen zu fett. Updates. Können wir leider nicht kleiner machen. Es war schön, dass es da ist, aber ganz... Und hattet ihr schon Erfolg damit? Ups. Ah, William Johnson erwartet uns schon im Green Dragon. Wie gut kennt ihr ihn? Nicht gut, aber er sah das Zeichen des Ordens und zögerte nicht zu kommen. Beweist mir eure Loyalität und ich weihe euch in meine Pläne ein. Nichts wäre mir lieber, Sir. Die Synchronstimme ist episch. Und zwar meine ich von dem von Charles. Räumungsverkauf. Schon wieder falsche Taste gedrückt. Warum wird mir das nicht angezeigt? Ah, so kleine Fehler hat das Spiel anscheinend. Diese Taverne wird manchmal als Hauptquartier der Revolution bezeichnet. Obwohl ich mir vorstellen kann, dass es dann tatsächlich eher Hauptquartier oder Revolution... Was? Warte, erstmal trinken. Quartier,
Ach so, Hauptquartier der Revolution. Revolution. Ach du Scheiße. Hauptquartier der Revolution. Ausgesprochen wurde, denn Umstürze in einer Kneipe zu organisieren ist eine durstig machende Angelegenheit. Ach so, dann muss ich das ja Hauptquartier Revolution aussprechen. Sie war ein beliebter Ort für Leute wie Paul Revere und Samuel Adams, um sich mit Freunden zu treffen und Verschwörungen zu planen. Bis zum Jahr 1754 gehörte die Taverne einem gewissen William Douglas. Als er starb, erbten seine Töchter Catherine Kerr und sein Neffe Cornelius Douglas das Anwesen. Sie teilten ihr Erbe zu gleichen Teilen auf und scheinen offenbar prima damit klarzukommen. Die Frau Maurer kauften die Taverne im Jahr 1766 und nannten sie The Freemasons Arms, das Wappen der Freimaurer. Was nicht ganz stimmt, denn das Schild über der Tür zeigt immer noch einen grünen Drachen. Freimaurer, die geheime Organisation, von der jeder weiß. Lass uns eine Taverne kaufen, damit wir uns im Geheimen treffen können und niemand davon erfährt. Super Idee. Wie sollen wir sie denn nennen? Wie wär's mit das Wappen der Freimaurer? Der Legende nach wurde Paul Revere Ritt hier geplant. Aber das ist unwahrscheinlich. Schon 1774 wurde Revere gewarnt, dass die Briten die dortigen Treffen belauschen ließen und hörte auf, Geheimpläne an der Öffentlichkeit zu besprechen, wo jeder mithören konnte. Das sollte man auch den Freimaurern mal vorschlagen. Nur weiß er, wo sie zu finden sind. Willkommen in Boston. War sehr laut. Das wollte ich nicht. Ich wollte nämlich... da wollte ich rein. Um festzustellen, dass ich das schon gelesen habe. Neue Waffen im Geschäft erhältlich. Französisches Rapier. Entermesser. Ich habe Entermesser gelesen. So, erstmal einparken. Eingefallen. Kartoschwert. Rauchbomben. Almanach. Jagen Sie der Almanachseiten hinterher, um sie einzusammeln. Almanach. Die Almanachseiten ist verloren. Kehren Sie später zurück, um sie wiederzufinden. Neue E-Mail erhalten. Der Anruf muss verlassen, um sie zu lesen. Das können wir mal tatsächlich einmal kurz machen. Ja, er spielspeichert automatisch, das wird schon gehen. Also können wir uns hier mal umschauen. Ja? Ich dachte nur, ich sag mal, hi. Du hast im Moment doch viel wichtigere Dinge zu tun. Gott, Dad. Was soll ich denn bitte schön sagen? Ich weiß nicht. Hi, Sohn. Wie geht's dir? Was machst du so? Ich weiß, was du so machst. Nichts. Du hast in einem dreckigen Apartment mit sinnlosen Jobs rumgegammelt, während der Rest von uns gekämpft hat, um etwas zu erreichen. Du bist so ein Arschloch. Oh, du denkst daran, mich nochmal zu schlagen? Aber dieses Mal schlage ich zurück. Gehen wir wieder an die Arbeit, okay? Das ist so dunkel hier drin. Wo ist denn der Animus eigentlich? Kann mir jemand erklären, wo der Animus liegt? Ich sehe ihn nicht mehr. Er ist weg. Und da kann ich interagieren. Ah, da wollte ich hin.
Obwohl Hathams Amulett technisch gesehen vermutlich ein Edensplitter ist, ist es nicht sonderlich aufregend. Es ist mehr als eine Art Schlüssel. Ich weiß, wir haben uns so daran gewöhnt, dass diese Dinger unglaubliche Kräfte haben und daher sehr gefährlich sein können. Aber hier ist nichts von all dem. Ich bin fast enttäuscht. Komisch, oder? Nichtsdestotrotz ist es wichtig für unsere Mission. Und naja, das sollte ihr auch etwas erzählen. Wir haben einen Besucher hier unten. Es ist Yono. Sie erscheint nur ab und zu. Huscht irgendwie durch die Luft. Ermahnt uns, dich zu beschützen, den Schlüssel zu finden, bla bla. Und dann paff, ist sie wieder weg. Erst dachten wir, es wäre eine von den holographischen Aufzeichnungen, aber dann hat dein Vater ihr ein paar eigenartige Worte zugeworfen und sie starrt ihn zornig an. Echt wahr? Dreht ihre Augen in eine Richtung und in seine Richtung blickte finster. Hat mir richtig Angst gemacht. Ich weiß nicht, ob sie vielleicht aus der Vergangenheit zu uns Kontakt aufnehmen will. Ob ein Teil von ihr nicht sogar irgendwie bei Bewusstsein ist. Oder ob sie in einen der Edenapfel steckt, wie ein Flaschengeist. Was es auch ist, es läuft mir eiskalt den Rücken runter. Und dabei fällt mir ein Happy Halloween. Ach ja, wir gehen jetzt zeitungs zurück. 30. Oktober 2012. Ich weiß, man lässt sich leicht ablenken, wenn man in Animus ist, aber ich hoffe, wir konzentrieren uns hier alle. Wir sollten so schnell wie möglich diesen Schlüssel finden und klärt erst mit mir ab, bevor ihr im Tempel herumstreunt. Und tragt eure Headsets zu jeder Zeit. Wir können uns nicht leisten, jemanden zu verlieren, nur weil er oder sie zu neugierig war. Wir sind jetzt schon unterbesetzt. Erstmal willkommen zurück. Freut mich, dass es dir wieder gut geht. Kann mir kaum vorstellen, dass das für dich war, da drin gefangen zu sein. Nee, kann mir nicht vorstellen, wie das für dich war, da drin gefangen zu sein. Wenn du mal darüber reden willst, sag einfach Bescheid. Jedenfalls, du wirst sehen, die Datenbank ist nahezu unverändert geblieben, abgesehen von ein paar kosmetischen Verbesserungen. Wie bisher wirst du informiert, wenn ich einen neuen Eintrag hinzugefügt habe. Ich sag dir auch Bescheid, wenn Einträge überarbeitet wurden. So ist es eben manchmal, wenn man mit einem verschwörerischen Vorfahren zu tun hat. Hey, yo, hatte etwas Ruhe, während du weg warst. Also dachte ich schau mal, ob ich nicht das Betriebssystem etwas upgraden kann. Eigentlich ist es schon eine ganze Weile fertig, aber da der Animus im sicheren Modus lief, wollte ich lieber keine Installation versuchen. Was ich verändert habe, sollte eher wir heißen, weil einige aus den anderen Zellen mitgeholfen haben. Erstens, das Zielsystem wurde modifiziert. So sollte es nun leichter ins Kampfgeschehen und wir dir herauskommen. Zweitens, Verbesserung bei freien Umherlaufen. Du wirst nur seltener zum falschen Zeitpunkt oder in die falsche Richtung springen. Ach, das sind die Patch-Notizen beim Entwickeln, schön. Drittens, ein einzelner Input für die Interaktion mit der Welt. Kein Auswählen zwischen Körperteilen mehr. Viertens, du kannst jetzt während der Bewegung töten. Das solltest du gleich ausprobieren. Du kannst sogar im Laufen werfen aufheben. Fünftens, wir haben ein Wettersystem implementiert. Regen, Schnee, Wind. Alles da. Sechstens. Tiere. Muss ich da mehr sagen? Stimmt, es gab keine Tiere bei den Vorgängern. Siebtens. Schnelleres Schnellreisen. Mach deine Karte auf und du kannst sofort zu jedem... Oh, das ist geil. Danke. Endlich. Die Karte wurde überholt. Sie können jetzt viele zusätzliche Informationen anzeigen und du kannst mehr Kontrolle darüber... Hast mehr Kontrolle. Bah. Und da ist noch eine Menge anderer Zeug, aber dein Vater nervt schon. Ich muss mich wieder an die Arbeit machen, also mache ich hier Schluss. Ich melde mich bei dir auf der anderen Seite, sobald du auf Neuerung stößt und so weiter und so fort. Bah, 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 bah. Geil! Das Schnellreisesystem gefällt mir damit jetzt gut. Da kann ich hoch. Das war das Ende. Ach, das ist der Animus hier. Ach, ich lieg auf dem Stein. Ich lieg auf dem kalten Stein. Wo ist denn der Rest eigentlich?
Ich werde gerade gefragt, was die Zahl oben links zu bedeuten hat. Das ist Fraps. Und während wir uns hier noch umschauen, sage ich danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.